Also du baust da hinten jetzt das Lager, oder? Ja, soweit es geht. Oh, du hast Kisten, aber wie viele? Eine nur. Einen nur. Ja, gut. Ist ein Anfang. Ich würde eh mehr mit Dingern arbeiten, ne? Mit Barrels. Oder halt Barrels. Wow. größtenteils. Weil die sind ja ziemlich billig eigentlich und die kann man Gut. upgraden. Und die Ich kann man meine, sogar ans Netzwerk anschließen. klar, für Metall und Frage. so weiter, das schon. Ja. Aber jetzt für so Kram wie hier die Rewards und so weiter, ne, da soll man schon eher die nehmen. Ach komm, schon Ja, wieder ein da. Creeper. Ja, für die ganzen Rewards und die ganzen random Scheiße würde ich eh dieses Netzwerk da nehmen, dieses elektrische da. Wo kommt der Creeper eigentlich her? Hier ist noch ein Magnum Torch. Ich habe keine Ahnung. Ich nix wissen. Oh. Ich stelle die da in die Handykiste, so. Naja. Nochmal in einmal Wasser rein und dann habt ihr gleich wieder schöne Cobblestone-Gen. Wie viel FPS habe ich eigentlich momentan? Oh, um die 60, das geht. Ist schön. Das reicht aber lang nicht. Die Kiste dahin, sicher? Nur jetzt einfach mal, die kann man ja umsetzen dann. Jetzt einfach nur mal hier zum Da sollte Reinlegen. eigentlich erweitert werden. Wollte gerade sagen. Liegt Ja, da dann. wirklich ein Ei? Da liegt ein Ei. Warum liegt Denn da hier ein sind Ei? Hühner drin. Dann gib mir 5 Eisen und. Ne, ich hab. Ja, ich hab nur 2 Scheiße. Ach ja, jetzt brauchen wir ja auch mehr Dynamos. Brauchen wir? Ne, einer reicht doch, glaube ich, oder? Ne, reicht nicht. Nee. Einer feedet genau eine Maschine. Mehr Invar. Ist gar nicht wahr. Guck mal, der Power-Output steigt gerade. Ja, weil das Ding voll ist und nicht benutzt wird. Nee. Ich wundere mich. Achso. Der Power-Output vom Dynamo, Oh. der war auf 50 oder so und geht jetzt auf 80 hoch. Ah, okay, dann passt. Dann habe ich nichts gesagt. Doch, hast du. Ja, 5 weitere Crucibles hier oben, ne? Nur zur Info. Ist da eigentlich noch Sand drin? Irgendwo? Haben wir da noch Sand rumliegen oder muss ich welchen machen? Ich glaube, da Nee, hab musst du nichts. noch einen machen. Nee, Sand? Nee, stimmt, haben wir nicht mehr. Ja, ich habe ja meinen tollen Hammer jetzt, ich kann das machen, kein Problem. Okay. Dann da noch einer rauf und noch einer. Ein Pulverizer. Gut, ich dachte eigentlich eher so, die Kisten hier an den Rand zu machen oder so. Ja, die Farm, die muss ja da jetzt auch nicht unbedingt bleiben. Nicht zwangsweise, nee, wir haben es genug Eier, glaube ich. Sollten. Weiß ja nur 16, warum sind das nur so wenige? Oder hat Weil. sich da irgendwer welche ausgenommen? Weil da nur ein Ja. einziges Huhn ist und das nicht immer genutzt wird. Nee, sind Also zwei. ich hab da schon 2 Stacks drin gesehen. Aber ich glaube, ab und zu wirft mal jemand rum. Okay. Ich nicht. Nicht mich angucken. Ey, Ich schon wieder glaube, Creeper. ab und zu wirft mal jemand rum. Gut, dass du das weißt. Wieder Creeper. Einfach. Yay! Ja, das war Creeping ist sinnvoll. aus. Das ist schön. Warum ist hier eigentlich der Boden leer? Achso, ja, wegen dem. Dachte, ja, Den Jo. Rain Smasher, kann man den nicht für was anderes noch verwenden? Eigentlich nicht, ne? Der ist kacke. Dann bauen wir den erstmal da ab, weil ich glaube, der tickt immer noch. Mach nur weg. Aber nicht vielleicht als erstes mal die Lava wegtun, die hier drunter ist. Ich habe keinen Eimer. Ich auch nicht. Kommt Ich da hab nur jemand mit einmal. Eimer her? Ja. Mach mal Wo denn? Lava. Das hier? Genau. Nebenbei, ich habe gerade die Quest für die Flüssigkeiten-Serie vollendet, die erste. Okay. War nicht schwer, war nur ein bisschen Kupfer und Glas. Ah ja. Und Obsidian. Naja, komm. Mal schauen, wer nimmt die linke, wer nimmt die rechte? Ich hab die Also linke ich hab die genommen. rechte. Die rechte ist Ich kann was? gerade nicht. Weiß ich nicht. Ich habe eine Good und eine Basic. Was davon was ist, Ja. weiß ich nicht. Ich habe auch Good und Basic. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, die sind alle vier dieselben. Yay, zweimal Monster Jerky. Ach, ich liebe es. Ja. So, ich habe wieder ein super Inventar. Fire Resistance Flask gekriegt. Das ist gut.
Ah, ich meine, Cursed Earth ist wieder was anderes. Es ist nicht Graveyard Soil. Das ist gut, eigentlich. Wir haben. Ich hab auch den Hammer, geil! Klar, der kriegt jeder. Jeder! Achso, der war. Achso, schade. Dann ist es nicht wertvoll. Book Repair 1, wie. Komm, wertvoll ist er trotzdem. Ja, schon irgendwie. Hat mir hier nicht mal getan. Ich würde hier eigentlich ganz gerne so ein Applied Energistics Network schon haben, aber das kriegen wir gleich von der Energie noch nicht hin. Nee. Doch, das geht schon, das ist ziemlich billig. Was ist mit diesem Block los? Welcher Block? Ich glitsch da immer durch. Direkt vor der Tür. Es könnte am Creeper-Kopf liegen. Also ich hab da kein Problem. Ja, ist bei mir auch nur ab und zu. Also nicht immer. Also wir haben gerade einen Silber, brauchen wir auch noch für das Ding. Also die ganzen Kisten sind einfach nur eiskalt voll. Wie wär's, wenn jemand einfach mal... Komm, ich mach grad ein paar Chest-Upgrades. Ja, wieder bin ich auch gerade mehr oder weniger mit bei, aber noch nicht da drin, sondern erst hier. Kann man eigentlich nicht direkt auf Eisen upgraden oder so? Das sind 20. Kann man schon, aber wir haben nicht genug Eisen. Eisen nicht, nur Silber, Gold und sowas, was man nicht so oft braucht. Klar, ich überlege nur gerade, von Holz kann man nur direkt auf welche gehen? Kupfer und Eisen. Eben. Ja, dann gehst du Kupfer, weil davon haben wir eigentlich auch ganz viel und dann Silber und dann Gold. Genau, Kupfer habe ich gerade gemacht, Silber packe ich jetzt gerade rein. Ah, okay. Also Silber wird mit Silber und Kupfer gemacht, ne? Upgrade, oder? Ja, also erst Kupfer, dann Silber. Naja. Na komm, mach weiter. Du müsstest hier noch die Ausgänge einstellen. Die Ausgänge von den Crucibles, hier unten am Bein. War schon. Ups, nein, das war falsch. Warte, ich kann nochmal, so. So. Jo, sehr schön. Was mich wundert, warum hier hinten kein Kabel reinkommt. Das sollte, ja, jetzt. Ja, das dauert ein bisschen, die Leitung ist ziemlich lahm. Okay, sehr cool. Was macht denn ihr da? Ja, expandieren. So. Kupfer zu Silber, ja, okay, das ist ein Kupfer. Und, okay. So, ich glaube Silber. Wir haben 12 Netherrack. Nickel sollte eigentlich nichts machen, okay. Ui. Haben wir noch einen Kupferbarren da? Ich hab noch einen, ja. Hab auch noch ein paar Kupferbarren, ja, hier. Was? Wo ist hier? Ach, da. Ja, Frank hat einen, passt schon. Gut. Naja, so. Basic. Eine Writing Pick. Toll. Und ein Soundmuffler. Nice. Yay. So, Mist, wo ich ihn hinpacke. Ich muss doch noch irgendwo eine Barrel. Hier, die Kisten nerven mich. So, da. Ich hab 2 Barrels dabei. Ja, ich hab jetzt auch 3 gefunden. Oh, wie man die Kisten einfach nicht mehr hört, das ist so cool. Für das ganze Redstone-Zeug hier hin. Übrigens, habt ihr schon Kupferkisten, die ich upgraden kann? Wollen wir das ja alles zum Lager machen? Noch gar nicht. Ich bin immer noch damit beschäftigt, hier Kisten auch zusammenzusammeln, weil ich glaube, so viel Cobblestone brauchen wir jetzt wirklich nicht. Achso, ich meine, ich habe schon 2 Upgrades für Kupfer zu Silber, ne? Achso, ja, ich habe wie gesagt noch keine Kupferkisten. Also dann sag Bescheid, wenn die dann sind, ne? Mhm. Molten Silver, Molten Nickel. Soll ich davon was rausholen? Ja, Silber, wenn du es brauchst, wäre schon nicht schlecht. Lass mal gucken, wie viele Kisten kann ich dort machen. Ich habe hier noch massig Gold, das kann ich das mal einschmelzen? Klar. Ja. Okay. Ja. Das dürften auch mal 2-3 Blocks sein. Weil im Moment Gold mit Silber passt nicht, da kommt Elektrum raus. Oh ja. Also, dann braucht ja nicht dieses ganze Holz noch? Erstmal aus Holz brauche ich noch, ja. Ich meine dieses ganze bunte Zeug da, das was hier in Kiste hier. Ich nehme mal kurz, ich mache mal kurz 2 Silberblöcke draus, ne? Einfach nur, dann ist das Silber da ein bisschen raus. Nickel lasse ich erstmal drin, weil Nickel brauchst du ja anscheinend irgendwie noch. Wofür eigentlich? Keine Ahnung, es ist halt drin und es hat bestimmt einen Grund, also. Okay. So, 2x Kupferkiste.
Ist, aber hier, Molten Silver haben wir eben noch 4 Ingots und 4 Nuggets, das ist unpraktisch. 4 Ingots und 4 Nuggets, ja, das. Kann eigentlich gar nicht sein. Ist Nuggets MB, achso, okay, das heißt, da muss noch ein Broken Silver mit rein. Okay, dann hab ich ja hier gleich. Hast du schon, oder? Hab ich schon reingetan, ja. Okay. Ich gieß das Nickel mal ab, dass das weg ist. Ja. Du sagst doch, du hast eine Axt, oder? Ich hab eine Axt, ja. Ja, ich nehme mal kurz da den Weaser, hab ich jetzt weggemacht, und den ganzen anderen Holzkram mal weg. Steht okay. Gleich einen Weg. Nur aufpassen, weil die Hühner würde ich noch ein bisschen was da lassen, bis wir wirklich sicher sind, dass die noch Eier produziert haben. Das Ding muss hier jetzt auch nicht mehr stehen. Zack. Eben. Better Birds können hier stehen bleiben, ja. Ja, ja. Ja, die habe ich bloß dabei hingestellt, dass man das ganze Redstone storen kann, weil das war zu viel. Da. Wir haben 24 Stacks Redstone. Ja. Die upgrade ich gleich, ne? Sehr gut. Naja. Huch, da kam Flint raus. Hui, das sind jetzt schöne Kisten. Mhm. Ey. Wo stellen wir dann die restlichen Barrels hin? Ich habe noch 7 Stück. Auch hier hin. Ich hier drumherum und drüber. Alle dahin einfach. Okay, gut. Ich find's aber schön, wie einfach überall diese Oak Barrels rumstehen, diese leeren, einfach an jeder Ecke einer irgendwo. Brauchen wir eigentlich hier diese Enderman-Absperrung noch? Eigentlich ja nicht, ne? Nö. Also zumindest nicht so groß. Nö, nicht wirklich. Kann die auch wecken, können wir da noch mehr Kram drüber platzieren. Oh, aus Nickel kam Ferrus raus. Ja. Ja, das ist das gleiche. Cool. Nur dass Ferrus einfach einiges geiler aussieht. Und es klingt wertvoller. Ja. Gut. Ferrus. Mach jetzt mal diesen scheiß Iridium eigentlich. Ich will das nicht. Lass mal schauen. Ich glaube, Kupfer packen wir da mal irgendwo rein. So. Das Kupfer muss noch einmal durch, weil das ist ein Forestry-Kupfer. Und haben wir hier gerade Silber drin. Ne, Gold. Goldenkupfer macht nichts. Passt. Kupfer und Silber macht was? Ne, macht nichts. Sagt so. Hier gerade. Wollen wir hier dann die ganzen Metalle storen, oder wie? Denke ich mal, ja. Barrel. Okay, sehr gut. Ja, dann richte ich das schon mal ein. Okay. Auch die Blöcke, weil ich habe noch Zimblöcke dabei. Ja, kannst ja umwandeln dann. Ja, weil ich glaube so viel, dass wir wirklich Blöcke da storen müssen. Doch, es kommt garantiert. Glaub mir. Ja, ich aber... Oben drüber noch Barrels platzieren. Ja, aber noch nicht. Bis das kommt, haben wir garantiert ein ME-Netzwerk. Ja, aber das hat ja auch nur begrenzt Kapazität. Gut, das kann man auch wunderbar erweitern. Wir brauchen mehr Barrels. Ja, siehst du, jetzt brauchen wir schon mehr. Ja, das lag jetzt aber hoch. Da kann sich auch eigentlich einer daneben stellen und mal ein bisschen draufkloppen. Der mache ich aber jetzt nicht, ne? Apropos, haben wir wieder Invar? Ja, das bräuchte ich auch. Da ist Ferrus, was war denn das? Invar haben wir insgesamt 6 Stück, glaube ich, auf 2 Kisten verteilt. Also 3 sind hier. 3 sind dann im Haus, glaube ich, irgendwo. Okay. Ich habe schon wieder Hunger. Ich auch, und ich habe nichts mehr zu essen, deswegen muss ich hier gerade schmelzen. Ich muss jetzt selber schmelzen, ja. Also 2 Invar haben wir hier noch drin. wo hier? Nein, in der Dingskiste da. You know. Nee. In der guten, daneben. Ah, da, okay. Gut, was brauchen wir sonst noch alles für einen autonomösen Aktivator? Da. Ist mein Eimer? Einen Lava-Eimer hätte ich. Ist ja, auch sehr gut. Ja, ups. Der wurde angezogen. Das kam unerwartet. Will ich das mal hier ein bisschen von der Sicht verstecken? Ach ja, genau, zieh das Ding auch noch ein. Das Ding nervt, das muss man zubauen. Plop. Netherrack, geil.
Ja gut. Wenn, dann würde ich alles mit einem Rack ersetzen. Was? Hm. Wo überhaupt? Ja, aber ist das wirklich schneller? Ja. Das ist wirklich schneller, ja. Okay, wenn du das sagst. Man schon. Was ist schneller? Wie? Wobei, ja, wenn man genug von den Crucibles hat, dann ist es eigentlich scheißegal. Mhm. Eben. Und die produzieren so viel Lava, das kommst du gar nicht mehr hinterher. Och, eigentlich ist hier schon fast. Da wird bestimmt noch ein Punkt kommen. Ja, wenn dann, wir müssen später wahrscheinlich eh umsteigen auf andere Dynamos, weil der ist nicht so. Er ist schon effizient, aber naja. Auch Mathematic geht eigentlich ganz gut. Box halt viele irgendwann mal. Ah. Vor allem, wenn du ein großes Lager hast. Ich meine, das ist Invar, das haben wir auch gleich wieder zusammen. Apropos, brauchen wir eigentlich noch einen oder reicht der jetzt wirklich? Der reicht für zwei, aber ich will ja da noch zwei oben drauf, dass wir gleich das machen. Also bräuchte man eigentlich theoretisch noch ein bisschen. Okay. Ich habe mich übrigens gerade entschieden, mich jetzt erstmal hinzustellen und die ganzen Erze, die wir roh in der Kiste liegen haben, erstmal umzuschmelzen. Ja, sehr cool. Das ist cool, die Better Barrels haben tatsächlich ein Ordictionary mit drin. Das ist besser als die anderen. Ja, ja. Ach komm, jetzt fresse ich wieder das ganze Zeug. Ich spiele ein Ei durch die Gegend. Hey, das ist mein Ziel. Ach, hast du ein... Ist es gesprungen? Mein Ei ist gesprungen, genau, ja. Melanie, bist du eigentlich noch da? Also, apropos. Das war jetzt irgendwie dies. Das klang viel zu suggestiv. Sollte es doch gar nicht. Ja, ich glaube, sie hat eh gar nicht zugehört. Nee, glaube ich auch nicht. Doch. Ja, warum sagst du da nichts dazu? Das haben wir gesagt. Genau, worum ging's? Ich es einfach mal ignoriert habe. Ich schläft schon. Nö, ich bin anders beschäftigt. Ja. Aha, ja. Aha. Wieder aha. Pornos runterladen. Halt. Ja, nö, das habe ich gerade eben gemacht. Was das Schlimme ist, ich glaub's dir sogar. Schick mir mal einen Link, bitte. Justin! Du weißt schon, dass das aufgenommen und hochgeladen wird, ne? Ja, hallo? Ich darf aber nach einem Link fragen. Dann frage ich nach Zelda. Der wird ja nicht veröffentlicht. Oder schreibst du ihn unter das Video, dann? Das ist irgendwie Schwachsinn. Ja klar, so, schreibe ich unter das Video. Der ist nicht drin. So geil. Ja, hallo, ich will jetzt den Link haben. Außer es ist so ein allgemeiner, das ist ja langweilig. Ach, ich weiß nicht. Es könnte unter Umständen sein, dass da ein paar Tentakel und so drin sind. Ich weiß nicht, ob du darauf stehst. Tentakel, okay, aber Tiere nicht. Ja, Tentakel sind aber von Tieren, ist dir klar, ne? Ja schon, aber ich meine jetzt nicht so flauschige Tiere, so Hunde oder so. Wir das Gespräch auf dieses Thema. Können wir bitte aufhören, vor uns mit Tentakeln zu reden? Ah, oh, Mann. In meinem Kopf. Wir sollten diese Folge einfach Themen über Kindersendungen nennen. Ja, ja, genau. Schwanzwerk. Im Kika, ja. Okay, du weißt, was ich meine. Ey, das ist so geil. Ja. Vor allem, es gab eine Zeit, da wurde man einfach von jedem Video, egal was für ein Content das hatte, auf dieses scheiß Video vorgeleitet. Mein Schwanz hat Haare am Ende. Ich kann sie mit ihrem Schwanz an den Bäumen festhalten. Oh, da war ein Loch. Da war ein Loch. Das ist so dämlich. Hast aber auch gesehen, Melanie, oder? Ja. Was? So. Lava. Oh mein Gott. Das Tin kann ich einfach rausnehmen, ne? Das was? Das Tin. Ja, das ist nee. Du hast doch so ein. Du hast doch so ein Ding gehabt, oder? So ein Tank. Wie Tank? Du hast doch so ein Tank gebaut für irgendwas, ne? Ja, ich habe mehrere Tanks gebaut, ja. Steel Tank. Ja, so einen nicht. Cool. Ja, so ein Portable Tank, das ist cool. Dann kann man vielleicht mal Lava mal irgendwo mitnehmen. Ja, der steht hier irgendwo rum. Ja, du musst aber mit diesem Hammer abbauen. Ja, warte. Wie funktioniert eigentlich der Fluid Tank? Stellt man den einfach irgendwo hin und da kannst du was reinfüllen oder wie? Schätze ich mal. Ja. Das ist von Mariculture, also. Stell ich einfach mal hier zu unserer Prozessionsarea hier, ne? Prozession. Mhm. Oh, jetzt ist er voll. Ja, jetzt kann man da immer schön raus. Kommen die zusammen? Nein. Na gut, hübsch. Tank.
Ich glaube, die kommen schon damit zusammen, aber werden nicht so gerendert. Die anderen kommen zusammen. Hier. Ah ja. Hier, wo die Lava drin ist gerade. Ich würde sagen, ich packe in die Mary Catcher einfach mal so ein Bucket of Wasser rein, dann schaue ich mal, wie die Bucket so sind. Bucket of Wasser. Ja. Ja. Warte mal. War da nicht irgendwas, dass die Leadstone Energy Conduits eine Begrenzung haben an Übertragung? Ja, die können nur 50 80. Übertragen. Oh. Nee, auch nicht gut. Oder 80, ja. Ja, aber das ist viel zu wenig, ne? Also, jetzt was ist denn dann das nächste Bessere? Hardened Conduit, oder wenn wir es vernünftig machen wollen, können wir auch die richtigen Redstone Conduits nehmen. Ah, okay, 10.000 oder so. Ich glaube, lass mal schauen, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen, glaube ich, nur hier diesen Induktionsdingen. Induction Smelter? Wie funktionieren genau. Die Fluid Tanks von dem Teil hier? Das weiß ich nicht, Mariculture halt, da habe ich keinen Plan von. Kannst ja mal, warte, stellen wir mal irgendwo hin. Haben wir noch keinen Zinn? Wir haben noch tatsächlich noch keinen Zinn. Ich habe 4 Zinnblöcke. Warte, geh mal runter. Oxen, ich habe 4 Blöcke. So. Auffüllen kann man den, okay. Ja. Aber kannst du nicht mit einem Eimer Wasser füllen, das geht nicht. Das ist doof. Und behält er dann sein Level? Glaub nicht. Nee. Doch, der ist ganz billig. Doch, behält er. Nice, dann ist das ja eigentlich auch ein tragbarer Tank. Ja, cool. So wie der von Open Tanks. Ja. Von Open Blocks. Open Blocks. Und genau. Die gehören nicht zusammen, das ist. Das ist schade eigentlich, aber gut. Ja, aber es ist bestimmt auch nützlich in manchen Situationen. Die sind nützlich wahrscheinlich, ja.